Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen. Miao Ying sendet Grüße aus dem Reich von Slaanesh. Wir stehen auf diesen Ringen, die man da absolvieren muss, irgendwo. Eins, zwei, drei, Halbzeit, so in etwa. Genau, Halbzeit so in etwa. Wir haben ja schon wieder die erste Stufe von negativen Chaos-Auswirkungen serviert bekommen. Und nehmen da jetzt noch Verstärkungsreichweite, also Einheitenverstärkung mit. Es dürfte aber ein ganz interessanter Part werden, der da uns da bevorsteht, weil sich von Norden her wieder mal was zusammenrottet und gegen die Bastion brandet. Dafür haben wir schon unseren total geilen Skill aktiviert, Zorn des Drachenkaisers. Der schmeißt denen ordentlich Verschleiß drauf. Also das ist geil. Wenn die in der nächsten Runde nicht angreifen, dann greifen wir dann an. Ich glaube, mir vom letzten Mal erinnern zu können, dass der Effekt 3 Runden anhält. Glaube ich. Steht das irgendwo? Nein, das steht nirgendwo. Ist auf jeden Fall ein ziemlich mächtiger Zauber. Unsere dritte Armee mit Bausan, Gongye, wird in der nächsten Runde ebenfalls in einen Kampf gehen. Und da unten ist Zench-Armee im Anmarsch. Wo wir auch was machen müssen. So gesehen tut sich ein bisschen was. Das überspringen wir. Und wir beenden die Runde. Die Rebellion im Ödland ist jetzt einmal nichts Neues und nichts Spezielles. Nur diese Armee, die da gespawnt ist. Also ja, ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, wenn man wirklich zwei Armeen in der Hinterhand hält, die beide die Risse schließen. Nicht-Angriffspakt mit den Ogern. Ja, meinetwegen. Wie gesagt, ich habe kein Verlangen danach, mit den Ogern irgendwie in deren Einflusssphäre herumzuraiden oder sonst irgendwas. Alles gut. Jupp. Werden wir wieder automatisch auswürfeln lassen. Eine Fehlschlacht hätte ich gemacht. Verteidigung in dem Fall nicht. Wobei vergnügungssüchtig. Wobei. Wobei das sogar Feldschlacht wäre. Ja, aber das machen wir trotzdem automatisch. Schon alleine, weil da oben ebenfalls eine Belagerung läuft. Ah, mit zwei Full Stacks. Ah, okay, das ist sein Tor. Aber da unten, das Svengar. Ja, wollte gerade sagen, das sollte aber funktionieren. Das sollte aber sogar eher hinkriegen durch den Verschleiß. Hoffe ich mal. Wenn nicht, müssen wir das dritte Tor auch noch besetzen. Wir nehmen 3 Punkte sogar. Arkane Kanalisierung. Halte Bestellung. Okay, die haben eh schon Rang 7. Und die schnellen Hände. So, wer eher in der Schlacht gehen wird, bist du.
shall be effortless. Wobei das ebenfalls wieder nur ein bisschen eine große, unübersichtliche Schlacht werden wird. Nur gegen Zerfleischer. Artillerieüberlegenheit, ja komm. Seelenraub, Schmaus der Krähen, Entkräftung und leidenschaftlich. So, und du? Uranus Donnerkeil und tosende Himmel. Dann schließen wir den Riss. Wird man was verlieren? Wird man nicht? Okay. Dann nehme ich das hin. Dass wir heute noch zur Questschlacht kommen. Gegen Slanesh. Östliches Feuer und. I was born to heal. Und du weichst aus. Und retour ins Dorf. Wobei, wir kennen. Geht das? Kann man da durch? Beyond reason. Beyond sanity. Kann man. Oder muss man da hinten lang? Na, das soll eher so ein Riss sein. Kein Übergang. Ja, wenn wir da nach Süden wollen würden, müsste man da den Umweg gehen. Okay. Wird das vielleicht doch mal die Shui übernehmen? Da haben wir Korruption noch. Mehr Kontrolle. Stimmt, aber den Erlass können wir dann nicht ändern, genau weil uns Zanshi fehlt. Da ebenfalls nicht, in der Warpsteinwüste. Jo, passt. Dann Miao Ying. Der hat noch keine Seele. Klar, er ist ein Konkurrent, nur er hat noch keine Seele, sprich, wir können ihn jetzt aus dem Spiel nehmen, aber es muss nicht sein, er kommt nicht ran. Also er hat zwei Seelen Rückstand und alles und wird uns natürlich nur aufhalten. So gesehen. Okay, langsam wird die Kohle dann doch ein bisschen mehr.
Fleischeslust, wo ihr auch hinseht, begegnen euch liederliche Akte der Sittenlosigkeit. Vollbusige Jungfern und Männer von unmöglicher Attraktivität geben sich ihren Trieben hin. Fleisch erzittert, Geschlechtsorgane greifen ineinander. Ekstatisches Stöhnen drängt an eure Ohren. Wollt ihr euch nicht zu uns gesellen? Den Samen verbreiten. Ein Stelldichein mit den Liebhabern des dunklen Prinzen wird euch großes Vergnügen bringen und sicherstellen, dass ihr stets Nachschub für eure Armeen habt. Denn die Mätressen sind stets fruchtbar. Jo. Wo kann ich mich anmelden? Aber nochmal, ist eine Versuchung wirklich eine Versuchung, wenn man weiß, dass man versucht wird? Und wenn man weiß, dass man von dieser Versuchung ziemlich große Nachteile haben wird. Die wird angreifen, denke ich mal. Natürlich kommt man da kampagnenmechanisch irgendwann an eine Grenze von dem, was möglich ist. Aber... Aber man merkt ja, in welche Richtung es geht. Man weiß es ja, was das soll. Von daher ist es eigentlich keine Versuchung, es ist mehr ein Handel. Wenn du jetzt wirklich sagst, du hast totale Geldsorgen und du hast irgendwie einen Vorsprung, was die Dämonen betrifft, dann könnte man eventuell darauf einsteigen. Könnte man vielleicht wirklich... Ich weiß jetzt nicht, ob Kislev so eine Kampagnenmechanik hat, wie die Karawanen, die so viel Kohle bringt. Aber man könnte das natürlich auch mit Kislev ein bisschen herausfordern, dass man sagt, beim ersten Mal, okay, also bei der ersten Welle von Rissen, die kommen, man tritt zum Slanisch über, dann könnte man ja sagen, man kämpft sich ein, zwei Ringe weit, und nimmt die Kohle, streicht die Kohle absichtlich ein, dann ist man raus für den Slanisch und wechselt dann wieder zurück ins Reich der Sterblichen. Dort holt man sich dann wieder Verstärkungsrate, bis die Armee wieder voll aufgefüllt ist und dann wechselt man zu einem anderen, zum Nörgel oder zum Korn. Das wäre eigentlich auch eine ganz nette Strategie, wie man das ein bisschen ausnutzen könnte. Würde ich mal meinen. Jo. Die Runde ist soweit durch, okay. Slanesh Nummer 4. Räusper. Gebäudeverbesserung, das bist du. Yep. Karawane. Das ist relativ spannend, dass wir jetzt aus irgendeinem Grund zwei neue Karawanentypen bekommen haben. Die sind aber noch relativ schwach. Die würden bei der Gefahrenlage nicht unbedingt ein Level haben gegen die ganzen Ogre. Naja, die hätten nicht unbedingt eine Chance. Ja, automatisch natürlich, genau. So weit kommt's noch. Ja, spannend. Am besten oder am coolsten wäre es ja natürlich, wenn man da die Karawanenarmeen vereinigen könnte. Aber wir haben es ja bei unserem ersten Karawanenmeister auch gesehen, dass man dadurch Questereignisse Verstärkung kriegt. Ja, selbiges wie gehabt. Wir kassieren die niedrigen Verluste, um voranzukommen Richtung
Questschlacht. Wäre ganz nett, wenn wir uns in dem Part bis vor die Questschlacht begeben könnten. Dann würde es so sein, dass ich mich in eine Mittagspause begebe. Und nach einer Mittagspause schnappen wir uns dann die nächste Seele. Der Eishof hat bei Korn triumphiert. Sieg über Slanesh, der dunkle Prinz vertrieben wurde, ist die Welt. Nun, wenn kein... Jetzt, da der dunkle Prinz vertrieben wurde, ist die Welt, nun, wenn kein reiner, dann zumindest ein deutlich weniger verkommener Ort. Er wird jedoch zurückkehren und deutlich stärker sein. Kapazität für Einheiten verführen. Plus 3 bei Kampf gegen Fraktionen des Slanesh. Ja. Das wird uns entgegenkommen. So, du machst einmal den Riss zu da. Riss schließen. Yep. Was war das für ein Anhänger? Das ist der Anhänger, der ein Anhänger, der Wachstum gibt. Den würde ich eigentlich ganz gern dir geben. Wir haben ein paar Seidenweber. Stopp. Stimmt, wir haben die noch nicht ausgerüstet. Rüstung kannst du ja mal nehmen. Talisman, ja, der Amulett, warum nicht? Schlundsplitter, ja. Goldenes Siegelschwert und verzaubertes Objekt. Trank der Geschwindigkeit. Warum nicht? Child of the Nine. So, da verdünnisiert sie die Korruption. Und die wird sie dann bereithalten, falls die wirklich durchbrechen. Weil er wirklich so schwach ist. So, der Eishof hat aufgerückt zu 2 Seelen. Du. Reduzierst ebenfalls mal die Korruption. So, der ist bei ihm im Territorium. Wenn der Shang Yang niederreißen würde, wäre mir das sogar ganz recht, weil dann snacken wir uns die CD. Das wäre eigentlich ganz in meinem Sinne. I do not think so. du. Kommst nach vorne. Wir können uns eigentlich nur einer weiteren Agentin zum Meucheln auf jeden Fall genehmigen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Attentat. Stopp. Zuerst. Tech. Plus 1 Yin.
Okay. Hier im Idealfall, wenn man an Yang eine Yang-Typin kriegen würden. Das sind ja Frauen, oder? Schaut so aus. Mir fehlt ein bisschen das Gefühl für chinesische Namen. Sorry. An dieser Stelle. Ja, die haben eher nur Schlachteffekte, aber ist okay. Und Miao Ying auf Level 50. Minus 6% Unterhalt für alle Einheiten. Rang bei Rekrutierung, lokale Rekrutierungskapazität. Yep. Und okay. Die Blitzschlachten kriegt man erst, wenn man da 3 Punkte investiert. Okay, das war bei Warhammer 2 anders. Da hat man die Blitzschlachten auf Stufe 1 gekriegt und 2 und 3 war dann irgendwas anderes. Okay. Aber plus 50% Verstärkungs-, Schlachtverstärkungszeit, auch 25% ist schon gut. So ist es nicht. Ja, dann dürfte das aber der letzte Punkt sein. Unterhalt ist jetzt nicht so wichtig. Mit der Kohle schaut es eigentlich sehr gut aus. Waffenstärke für die Terrakotta-Wächter. Ja. Okay. You may touch me only in dreams. Okay, das sind Fraktion Armeen von ihm. Gegner sind momentan nicht beim Slanesh im Territorium. Nöp, da blinkt nichts. Okay. Dann werden wir uns eine Runde Verstärkung genehmigen. Wobei. Wenn wir das jetzt machen, dann kommen wir in der nächsten Runde durchs Tor und dann ist die Bewegungsreichweite wieder weg. Da wären wir eigentlich schneller, wenn wir jetzt übertreten, weil wir brauchen fürs nächste und das machen und das fürs nächste Tor machen. Oh, 30.000, billig. Kreis der Vorherrschaft. In diesem Kreis sammeln sich so gewaltige Armeen, dass sie die Ebenen bis zum Horizont in Schwarz hüllen und sie sind gewillt, euch zu dienen. Falls politische Finesse eher eurem Stil entspricht, dann könnt ihr Vasallen und Marionettenstaaten für euer Reich mit euch nehmen. Wonach steht euch der Sinn? Rang bei Rekrutierung plus 4. Diese Macht kann euch gehören. Wir müssen weiter. Naja. Genau, wir müssen da rüber zum nächsten Tor. Da werden wir uns nach dieser Schlacht dann die Verstärkungsrate gönnen. Das sollte dann noch gut funktionieren. Und dann, ja, warten wir halt vor der letzten Schlacht so lange, bis wir die Verstärkungs-, also bis die Armee wieder voll ist.
Lanesch 5. Ja, das bist du. Das dauert noch 12 Runden, bis wir den verstärken können. Rebellion in der Warpsteinwüste, ja. Shui Jin ist am Weg. Der ist noch in der Rückkehr. Die ist, Lager da ist zu gefährlich für die kleinen Karawanen. Sarina. 10.000. Ja, genau. Genau. Aber gut, ja, wir haben Kohle, also wir haben Zaster. Was soll es? You face a dragon of Kaffee. Du trittst vor einen Drachen des Kaffees. Verneige dich vor seiner ganzen Koffeinhaltigkeit. Und Gott sei dir gnädig, falls dieser Drache des Kaffees auch noch Milchschaum hat. Da muss ich ja echt sagen, was Kaffee betrifft, bin ich auch eher so dieser Typ, der, ich würde jetzt sagen Warmduscher, aber so dieser richtig bittere schwarze Kaffee, nee, eher nicht. Da bin ich eher der Typ, der ihn in Masse trinkt, sprich Cappuccino und so weiter. Schön aufgeschäumt, schön warmer Milchschaum. Kaffeehauskultur, dafür fehlt mir war fast ein bisschen die Ruhe. Das ist mehr so in Rocksending. Mein geschätzter Kompagnon, mit dem ich diesen Kanal betreibe. Wir sind üblicherweise zu zweit unterwegs. Nur in dem Run halt gerade nicht. Ist vor allem auch so, weil er nicht so ganz der Typ ist für längerfristige Let's Plays. Das ist eher so mein Ding. Für das ist man eher offen für längerfristige Let's Plays, wenn man Total War Fan ist. Oder generell Strategie-Fan, ich glaube, das kann man so sagen. Wie schaut's aus? Generell Strategie-Fan, das ist beim Rock nicht so. Deswegen funktioniert das auch als Aufteilung für den Kanal ganz gut. So ein bisschen spezialisieren. Ich, der sich auf die Strategie-Sachen irgendwie fokussiert, auf längerfristiges, und er, der so ein bisschen auf kleinere Nerd-Sachen spezialisiert ist, Lego und so weiter. Das ist was. Yep. 24. Ja. Wird nicht funktionieren. Aber leveln, und wenn die drauf geht, meine Güte, dann holen wir uns eben die nächste. Er hat leider nicht angegriffen. Da ist er wieder der Nächste. Achso, das ist die Rebellenarmee. Passt. Okay. Gut. Dann des Weiteren. Das strategische Flankieren wäre für die Questschlachten gut. Verheerender Flankenangriff. Bitte sehr. Gut.
Ja, also 50 dürfte das Maximum sein. Ja, da ist kein Einheitenbalken mehr. Gut, gut. Wie schaut's aus? Einige slanische Armeen, aber kein Konkurrent. Jo, soll heißen, wir haben Zeit. Noch ein bisschen. Vielleicht sogar zwei Runden, die wir uns da gönnen werden. Karawane. Ja, ich sende jetzt keinen anderen aus bei der Bedrohungslage. Höchstens in Bao Zeng könnte man vorstellen, nochmal auszusenden. Slanesh 6. Hihi, der hat 6 gesagt. Fortsetzen, Außenposten, nächste Runde. Du kratzt meinen Wanst und ich deinen. Der Charme ist unübertrefflich. Dieser Charme, da muss man einfach drauf stehen. Aber militärischen Zugang bringt mir nichts. Und 500 Kohle. Wir sind Dagobert Duck. Miao Ying schwimmt in Kohle. Ich hab's jetzt nicht im Kopf, ich glaube 150.000 so in etwa. Was wir da gerade an Kohle haben. Also. Ja, 156.000. Lebende Albträume. Eure Albträume sind real, keine Visionen oder Illusionen, sondern echte Schrecken. Das mit Kontrolle in der lokalen Provinz ist natürlich geil, weil man keine Provinz gerade sind. Bei minus 10 in allen Provinzen, das ist halt fies. Weil die Mechanik beim Slanesh oder generell in den Chaosreichen verlangt es halt bis jetzt schon, dass man sie Stück für Stück vorbewegt. Ja, und minus 20 Nahkampfabwehr ist ebenfalls böse. Weil Durchrushen bis zur letzten Schlacht funktioniert nicht, vor allem wenn du nicht weißt, ob du irgendwo... Okay. Aus Wunden und Schmerz lernt man. Okay, spannend. Wenn die verwundet ist, dann ist der Punkt bei der Harmonie weg. Wenn sie gestorben wäre, würde ich sagen, okay, dann ist es verständlich, aber sie ist verwundet und es ist trotzdem weg. Spannend. Höchst spannend. Die belagern noch immer da oben. Irgendwo jemand zum Attentäten. Ja, da unten, aber das ist eigentlich eher sein Problem. Die Imperiale Straße, da wird wahrscheinlich ebenfalls irgendwo nur ein Riss aktiv sein. Ah, na, Blödsinn, den haben wir geschlossen, der war ja da irgendwo. Oh. Stimmt, den haben wir ja geschlossen vorher. Mhm.
Soweit so geil. Da wäre ein Wachstumsgebäude natürlich ganz nett. Ja. Was bist denn du? Du bist Young. Da kriegen wir jetzt ebenfalls einen Punkt Young, ne? Ja. Heißt Young. Überwiegt. Na Blödsinn, in der nächsten Runde sind wir wieder im Gleichgewicht. Okay, dann lass das nochmal. Eine weitere Armee. Wir können da nicht hin, weil die in der Reichweite vom Portal steht. Okay. Dann lassen wir uns angreifen. Wobei. Ja, lassen wir uns angreifen. Du marschierst zum Schrein. Wo ist der Alas? Der ist da unten. Okay. Fly the Emperor's flag. In der nächsten Runde machen wir zu. Ups. Wann habe ich eine Einheit Jadekrieger verloren? Okay, irgendwann haben wir eine Einheit Jadekrieger verloren und ich habe es nicht überzuckert. Schade. Schade, Level 9. Schade, schade, schade. Enemies. Enemies everywhere. Ah. Okay, neuer Plan. Neuer Plan. Speicherstand, ein neuer. Wir greifen an. Oh, okay, wir können doch weiter. Garten, Kreis der Prallerei. Der Kreis ist ein Garten, ein gehegter Irrgarten aus wunderschönen Rosen. Jede Rose verströmt einen starken Duft, der euch an vergangenen Ruhm erinnert, an Heldentaten, die mit den Jahren verblasst sind. Sie noch einmal zu erleben, würde eurem gegenwärtigen Ich sicher neue Kraft verleihen. Was? Plus 20. Geil. Jawohl. Bist du fertig? Alter. Der Rang aller Kommandanten und Helden um plus 5. Ja. Ja, 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 ja. Die Frage, ob der uns, ob die uns nachfolgt. Weil sonst würde ich mich da mal hinsetzen und zwei Runden abwarten und dann so einen Jadekrieger nachrekrutieren. Global.
ärgerlich, fuchst mir, dass ich das übersehen habe. So, Bausan. Du kannst dich mal da so halbwegs in Reichweite postieren, für den Fall, dass die wirklich durchbrechen. Bauseng ist zurück. Jo, alles rot in rot. Es steht zwar überall da, dass sie die Gefahr reduziert mit der Zeit. Nur. Vielleicht wäre das auch gangbar, wenn man nicht sagt, man wechselt zwischen den Routen, sondern wenn die Armee eh sich verteidigen kann, dass man sagt, man bevölkert nur eine Route und lässt die andere in Frieden, solange bis die andere sie wirklich reduziert hat. Ja, komm, gib ihm. Gib ihm. Nächste Runde. Ne. Ein paar Minuten machen wir noch. Und dann werden wir die Questschlacht wieder in zwei Parts unterteilen. Also bis vor die Questschlacht kommen wir jetzt nicht, da wird der Part dann wieder über eine Stunde dauern. Das ist mir dann doch zu lange. Die kommt in vier Runden wieder. Drei Runden. Ich mag aber das Flankieren haben. Das heißt, in drei Runden haben wir wieder plus 1 Yang. Da werden wir die Handelsbörse dann abreißen und gegen ein Wachstumsgebäude ersetzen. Vielleicht kriegen wir das hin, dass Miao Ying die Fähigkeit der Harmonie hat in der letzten Schlacht, das wäre ganz nett. Also in der Questschlacht, das wäre ganz nett. Die eine Einheit Ahnenkrieger ist jetzt nicht die Welt, aber sie kann in der Notsituation auf jeden Fall einen kleinen Unterschied machen. Der marschiert die Gegenrichtung. Okay, dann machen wir das, dann riskieren wir das jetzt wirklich. Beziehungsweise wir machen einen Speicherstand, bevor wir es riskieren, einen Speicherer. Yep. Genau, und du rekrutierst einen Jadekrieger. Der hat zumindest Rang 5, das ist für Rekrutierung eigentlich eh super. Also, da gibt es eh nicht wirklich einen Grund, um zu klagen. Der Kloxi Zatz Lehrenschleuderer. I do not think so now. Aus irgendeinem nicht ganz mir nachvollziehbaren Grund ist der Kerl durchgebrochen. Ohne durchzubrechen. Alter.
Okay, dann folgender Plan. In dem Part macht Shuichin das hier jetzt noch, und zwar automatisch. Du schließt den Riss. Das ist ebenfalls automatisch. Steinblick und östliche Feuer. Dann retour in die Stadt. Und dann werden wir aus dem Part aussteigen. Ja, dann wird es ein bisschen dauern, bis wir im nächsten Part. Ja, dann werden wir jetzt aussteigen, da werden wir den Part beenden. Dann wird es ein bisschen dauern im nächsten Part, bis Miao Ying zur Questschlacht kommt. Die muss man aber ja ohnehin unterteilen. Also. Beziehungsweise. Komm, das machen wir anders. Das ist nur eine norske Armee, die haben wir schon gesehen, solche Schlachten händisch. Die Verluste sind niedrig, komm. Mach den weg. Die Attentäterin geht wieder raus. Macht Attentat besser. Du bist Level 14, du machst den Sturm, du machst den Blütenwind und östliche Feuer. Du machst den Komet, bum bum. Okay, das bist du. Außenposten verfügbar, yep. Genau, dann schauen wir noch in die nächste Runde. Schauen wir noch in die nächste Runde, komm. Sollte eigentlich unser Karawanenmeister angegriffen werden, denke ich mal stark. Das machen wir nicht. Wäre natürlich einmal spannend, mit den westlichen Provinzen zu spielen und sie mit den Ogern anzulegen. Oder bewusst so zum Spielen, die westlichen Provinzen, dass man sie mit den Ogern auch anlegt. Yep. Ja. Die Karawane eines Rivalen wurde entdeckt, von der Straße gezerrt und geplündert. Keine Hinweise auf die Besatzung gefressen, vermuten die Reiseführer. Doch es liegen in den Trümmern Ware und alle sind der Meinung, dass ihr sie mitnehmen und weiterziehen solltet. Plus 200 Fracht oder Verstärkung. Ich glaube, die Armee ist eigentlich in Schuss. Also wir haben jetzt keine Kämpfe gehabt. Und zusätzliche Fracht nehmen wir natürlich. Okay. Irgendwelche Bedrohungen. Der Kerl wäre in Angriffsreichweite. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich, weil er uns die eine Runde kosten könnte, wenn er uns jetzt angreifen würde und die Rekrutierung löschen würde. Diese vier Runden machen aber keinen Einfluss darauf, wenn wir schon im Chaosreich sind, wenn ich das richtig verstehe. Sprich, wenn die vier Runden um sind und wir sind immer noch da, sollte das kein Problem sein.
Jo, aber das sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe mal, dass sich das so verhält. Okay, er belagert den Turm. Zwölf Einheiten Garnison und hätte eigentlich halbwegs gute Chancen. Laufen wir dir mal nach. Ist jetzt nur ein bisschen eine Vermutung, aber wenn der denn das wirklich niederreißt, dann könnte man das kolonisieren und hätten in der Warpsteinwüste eine dritte Siedlung. Auch wenn es nur die Nebensiedlung ist. So, da ist er endlich abgewehrt worden. Passt. Heißt, du ziehst nach Süden. Ja, passt. Das soll es gewesen sein. Das sind jetzt wieder an die 50 Minuten oder über 50 Minuten. Gut, dann verabschiede ich mich in eine Mittagspause und mache nach der Mittagspause weiter. Der Nachmittag wird verbracht mit der Questschlacht gegen Slanesh. Es verabschiedet sich meine Wenigkeit. Ich bin der Doc von Gfunden Games und sagt Grüß euch und Tüdelü.